Schafft man das irgendwie? Ich fürchte, ich brauche deinen Schlüssel, Junge. Vielleicht würden wir direkt erst von hier oben kommen. Wie man heikle Situationen umgeht. Mann, warum? Ich hab doch R2 gedrückt. Und warum kann ich nicht über den drüber springen, Mann? Boah, man hört bestimmt gerade nur das Klicken vom Controller hier im Hintergrund. Also ich drücke wirklich nur die ganze Zeit X im Moment, um zu springen. Ach, komm nochmal, Tim, komm. Ach, Mann. Wie können wir das hinkriegen? Ich fürchte, ich brauche deinen Schlüssel, Junge. Wir haben auch keinen Ball oder so. Oder warte mal, wenn wir jetzt zurückgehen, aber ich glaube, das geht nicht. Doch. Perfekt. Dann können wir ihn jetzt ein bisschen ärgern. Und zwar, wenn wir von hier so kommen. Na, aus dem Winkel treffe ich ihn nicht. Hier vielleicht. Nee, geht leider nicht. Aha, geht doch. Mann, warum habe ich mich denn so schwer getan? Gibt's doch gar nicht. Einfach nur R2 drücken und dann hätten wir es gehabt. Aber ist ja egal, so haben wir es auch. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel oder wie ist das? Ach so. Okay. Und hier finden wir wahrscheinlich entweder ein Dings. Ja, genau, eine Krabbe. Oder einen Schlüssel habe ich gerade erst auch gedacht, aber leider doch nicht. So, den nehme ich mal lieber mit. Wir haben ja gesehen, er könnte hilfreich sein, beziehungsweise Glück bringen. Ach so, und jetzt müssen wir hier wieder. Ach. Struppi, hilf mir. Ist doch zu einfach, Mann. Ubisoft. Gut gemacht, gut gemacht. Und da ist wieder der Schlüssel nicht bewacht. Da haben wir wohl so ein paar Ratten, aber vor denen hat der Struppi keine Angst. Bravo, Struppi. Sagen wir es mal so. Und Türe auf. Kann man eigentlich speichern? Nee, leider nicht. Sonst würde ich jetzt nämlich beenden, aber ist egal. Erst schalte ich den mal aus und dann gucken wir mal. Okay, einen Schritt weiter muss ich noch und jetzt bam. Jetzt nehmen wir den anderen auch noch. Ach Mann, muss er noch dahin gehen? Oh, jetzt kommt er. Und weiter geht's. Nun, was den Hausputz betrifft, hatten Sie recht. Okay, und weiter geht's ja nicht. Oh doch, hier oben. Aufs Dach. Gefährlich, gefährlich. Nicht mal, nicht nachmachen. Okay, wo sind wir hier? Ich spüre es. Habt ihr noch meinen Staubwedel gesehen? Ah, jetzt müssen wir wieder vier so Komiker aufhalten. Hier zu dem springe ich jetzt mal und mache R2, wollte ich eigentlich. Ach Mann, ich wollte doch R2 drücken. So, das hole ich mir mal lieber. Der hat einen Regenschirm. Aber erstmal schalte ich den dann aus. Der hat einen. Ach so, was komme ich nicht? Okay, dann gucken wir mal so.
nicht der kleinste. Na, das bringt nichts. Aber trotzdem nehme ich den mal wieder mit. Man weiß ja nie. Aber den muss ich irgendwie so erwischen. Mann, ey. Geht er denn nie platt? Das ist unlogisch. Irgendwann muss er doch wohl am Ende seiner Kräfte sein. Dann komme ich eben so, falls ich das kann. Nee, kann ich nicht. Mist. Mann, ich hab den noch gar nicht an seinem Regenschirm getroffen. Ich hätte gerne, dass er irgendwie gegen die Wand prallt und dann wieder zurück zu dem. Also, dass wir den von hinten so treffen, wisst ihr? So, einfach mal ausprobieren. Ach, Mann. Wie viel Leben hat dieser Mensch? Das ist unlogisch. Auch schön die Musik im Hintergrund, Tim und Struppi. Kann ich hier auch erstmal weiter? Nee, nicht wirklich. Wir müssen das mit dem Ball machen, nur wie? Irgendwie muss das doch gehen. Hier kann ich auch nicht durch. Ach. Nicht der kleinste Kratzer. Ich denke, den muss man vielleicht öfter treffen. Also ganz schnell hintereinander ein paar Mal. Aber der wehrt ja alles irgendwie ab mit seinem dummen Regenschirm da. Ach Mensch, Tim. Jetzt geht auch gar nichts mehr irgendwie. Kennt man ja von FIFA. Was hat er gesagt? Nicht der kleinste Kratzer? Wie oft denn noch? Ach, Mensch, Tim, jetzt vergiss doch nicht den Ball. Ja, gar nicht. Mann, irgendwie muss es da noch einen Trick beigeben.
Freunde! Oh, ich komme auch nicht hoch zu dem. Oder können wir hier irgendwie was anderes treffen? Was dann irgendwie so einen Mechanismus auslöst. Ich geh mal nach oben nochmal. Nicht der kleinste Kratzer. Ach. Wie weit kann dieser Tim denn werfen? Das geht ja gar nicht. Ich brauche hier Hilfe. Nicht der kleinste Kratzer. Also wenn man wirklich mit so einem Regenschirm schlägen oder so oder einen Wurf abwehren kann, dann würde ich mich echt freuen. Ja, ich bin ratlos. Freunde, was sollen wir jetzt machen? Ich der kleinste Kratzer. Freunde! Ich der kleinste Kratzer. Boah, der... Typ, der nervt. Der regt einen auf nach einer Zeit. Boy. Ich guck gleich wirklich mal im Internet, weil ich weiß nicht mehr weiter. Und ich würde sagen, das klären wir dann in der nächsten Folge, wie wir hier weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Speichern kann ich ja wohl nicht. Leider nicht, aber dann spiele ich jetzt eben weiter. Mache ja nur eben eine kurze Aufnahmepause. In der nächsten Folge geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja, meine lieben Freunde, das war Folge Nummer 4 von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Zum Schluss bin ich doch so ein bisschen an diesen netten Herrn da verzweifelt, warum wir den nicht besiegen konnten. Ja, um das Problem kümmern wir uns in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid gespannt auf die nächste Folge. Die geht dann wahrscheinlich, ja, übermorgen kommt dann das WM-Spiel und dann irgendwann kommt wieder die nächste Folge, wo wir versuchen, den netten Herrn zu besiegen. Ja, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss.